Jo Leute, was geht? The Devil of Tanks. Willkommen zu einer weiteren Part. Let's play World of Tanks Tier X Matches. Und ja, wir beginnen wieder von vorne. Unsere Liste nach ist der FV215B183 wieder dabei. Das heißt, wir werden gleich mit dem wundervollen Spielen, dem Panzer. Und ja, zur Aktualisierung, seht ihr, Japan ist durch. Sowjetunion ist durch, das heißt, jetzt bin ich bei den Chinesen gerade dabei. Ihr seht, China und die Großbritannien habe ich jetzt gerade so als die Hauptnation, die ich noch level für den WZ111. Genau, für die Japan habe ich ja 3 Tage Premium bekommen, das heißt, ihr seht es hier, habe ich heute erst geschafft. Und ja, ansonsten gibt es nicht viel zu sagen, außer dass wir sofort loslegen mit dem FV215B83. Ihr seht, ich habe 90 Gold, ich habe schon wieder den Auftrag geschafft. Ich weiß, ich sollte das Gold eigentlich jetzt verkaufen, tue ich auch. Aber ich glaube, ich tue das erst, wenn ich den 9er durch habe von den Russen, weil dann tue ich die Munition, das Geschütz, also den Ansetzer, würde ich dann umändern. Denn der Ansetzer ist wichtig. Genau, zum FV215B83. Ich bin ja eigentlich kein Goldtyp. Ihr werdet eigentlich sehen. Ich hab noch schon lange her, als ich das angefangen habe, diesen Let's Play von den 10ern, habe ich ja noch bei dem FV215B83 zwei oder drei Goldschüsse gehabt. Das habe ich jetzt wieder. Einen Schuss habe ich drin. Und 11 ist ganz normale Munition. Ich habe es euch ja gesagt, ich werde sie auch nicht nutzen. Aber. Weil erstens, Leute, ich hab's echt gecheckt, das bringt gar nichts. Diese 230 Durchschlag, da musst du den Gegner echt gut ausziehen und dafür habe ich keine Zeit, weil es ist schon schwer genug. Deswegen lasse ich diese Goldmuni drin zum Fun, weil zum Beispiel Gegner wie IMX 5020 oder T30 oder sonst welche, wenn du die ganz gut triffst in die Wanne oder den Turm, dann kassieren sie auch ihren 1750 Damage und das ist halt schon angenehm. Ihr wisst es, wenn ihr den Panzer habt, dann ist es echt angenehm, wenn man so einen Panzer hat. Genau, und man will halt schon Leute ein bisschen trollen, aber ich bin mal Leute fair, also ich bin nicht allgemein, ich bin allgemein fair und nutze kein Gold. Außerdem ein Schuss, der ist nicht wirklich hilfreich. Manchmal kommst du sogar, ich verkack sogar bei den Scouts, Leute. Ich schieße eine Scout auf 300 Damage. Dann denke ich mir, er läuft bei der Scout. Ja, da habe ich jetzt ein bisschen verkackt. Jetzt habe ich gerade falsch geschielt. Dieser Panzer, der ist echt überpowered, meiner Meinung nach. Das gefällt mir halt nicht. Da muss wieder kommen, ja, da muss wieder kommen, aber solange ich nachlade. Ah, so gerne einen Schuss auf den absetzen. Der chillt einfach drüber durch, als wäre nichts. Das ist ein krasser Kerl. Ein ganz krasser sogar. Mir gefällt nicht, dass wir nicht treffen. Das ist, was mir nicht gefällt. Hier ist ein E-100. Der Kollege. Schießen wir einfach mal dahin. Denn das hat sich anscheinend gelohnt. Ist ein wundervoller Turm. Hat wehgetan. Ja, jetzt stehe ich gerade hier unter E-100 Beschuss. Nicht so cool. Das hat er kassiert. Wunderbar. Jetzt kommt der 10er, der 9er nochmal. Okay. Wird auf jeden Fall nicht so spaßig, wenn er nochmal rauskommen will. Ich könnte dahin schießen, aber ob es sich lohnt, ich guck gerade. E100. Der nächste E100 leider. Jetzt kam ich nicht durch. Jetzt kann ich mich zurückziehen. Oh, ich hoffe, das ist kein Auto, Leute. Das ist ein Auto, Leute. Los, 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 ich muss da weg. Ich muss da weg. Wunderbar, bin ich noch entkommen. Aber sieht nicht so gut aus für uns. Denn es sieht so gut aus wie... Oh, da ist ein One-Shotter. Ich bin schneller, ich bin schneller. Wenn er mir die Möglichkeit gibt, ihn zu töten, dann nehme ich sie auch entgegen. Und ich stecke fest bei dem beschissenen Toten. Aber naja, gut. Ihr seht, das ist den 10er, Leute, schaut euch, das ist ein pures 10er Match, ne, habe ich gerade so. Obwohl, wir haben sogar 10er Vorteil. Und zwar ganz zwei, naja, ein Panzer, 10er haben wir Vorteil und schaut euch das an. Ich kann nicht wirklich viel machen, ich habe jetzt nur einen Kill jetzt gemacht, aber mein Team, das ist echt, weil, schaut, Leute, ich gebe ja zu, ich bin selber nicht der Beste. Aber das Team, es kann nicht sein, dass wir 10 zu 4 verlieren, das
Das ist schon traurig. Ich meine, mit dem Waffenträger auf E100 musst du mindestens 6000 Damage pro Match machen, Alter, weil das ist ein Minimum. Mindestens, du musst deine ganze Drama ausladen oder müsstest du damit alle deine Gegner schon, also die Gegner, die in deiner Nähe sind, müsstest du schon um die Hälfte dezimieren, Alter. Das ist schon Pflicht praktisch. Ich meine, ein IS-7, der kämpft da gerade mal gegen einen E100, Jagdpanzer E100 und verkackt halt, weil es ihm nichts bringt. Er checkt das auch, guck mal nicht das an. Er steht einfach und weiß nicht, wo er schießen soll. Und dann stirbt er noch. Also, sowas ist echt Pro. Und er schafft nicht mal den IS-7 zu töten. Und er hat einen Kill noch geschafft. Wunderbar. Den E100 hat er auch nicht geschafft zu töten. Also die Medium haben es echt gut geschafft durchzupushen, weil die sind ja auch im Zug. Wir haben drei Züge und die haben es verkackt. Was erwartet man mehr? Da seht ihr eine schöne Niederlage. 15 zu 6. Immerhin habe ich einen Kill noch gemacht. So, dann gucken wir mal. Ja, 1500 Damage, 1700 Damage haben wir gemacht. Sind auf jeden Fall besser als einige hier. Die Jagdtiger Foch, das ist Blamage. Jagdpanzer 100, ein Schuss hat er noch gegeben. Gut, Waffenträger, das ist noch schlimmer. Minus 11.000 durch diese 3 Tage Premium. Das wäre dann schlimmer, wenn ich ohne hätte. Deswegen ist es echt. Also, wie gesagt, das habe ich ja gesagt, als ich das angefangen habe, dieses Let's Play von den Zehnern, das ist pures Leiden. Das heißt, es gibt hier nichts Gutes. Stellt euch darauf ein, es wird nicht wirklich gute Matches kommen. Manchmal vielleicht schon, das ein oder andere Mal, aber die Erwartungen könnt ihr euch sparen, weil ich werde mir nicht mal die Mühe dazu machen, so gut zu spielen, weil ich werde mich sonst auch regen und so weiter. Deswegen stelle ich mich einfach hin, mache das, was ich machen kann. Es geht ja nur um das, was ich erreichen will im Spiel und nicht, was mein Team macht. Also wenn ich im Zug spiele, dann helfe ich klar, bin ich Fairplay und so, aber wenn es darum geht, dass das Team hier so kacke ist, ihr habt es ja gerade gesehen, da mache ich mir nicht wirklich die Mühe draus. Ich versuche echt, meine Nerven unter Kontrolle zu halten. Aber ich habe jetzt in den letzten 2 Tagen meine Tastatur fast kaputt gemacht. Und das nur, weil ich mit dem T34-2 einfach mit der Gun nicht runterkomme. Und einfach mit meinem meisten Durchschlag, den ich habe, glaube ich, als Achter, bei den Gegnern nicht durchkomme. Und das wundert mich halt schon echt krass. Und dieses Reinzielen, also das Zielen von dem Panzer, ist das Schlimmste von allen. Und da habe ich halt echt meine Tastatur fast geschrottet. Beziehungsweise die Batterien sind rausgeflogen. Das kann passieren. Ich bin zwar nicht der Typ, der sowas. Oh, ich hoffe, der hat mich nicht gesehen. 412 Meter. Okay, das ist ein mutiger Mann. Den könnte ich einen Hammer verpacken. Nein, wisst ihr was? Wisst ihr was? Ich mache lieber keine Dummheiten, denn das würde mir jetzt gerade das Leben kosten. Zug zwar keine Artillerie, das ist schon mal schön. Aber schaut euch den an, zum Beispiel. Diesen Waffenträger auf E100. Komplett nutzlos. Er steht einfach da hinten. Ich meine, er hat keine Panzerung, ja, aber sich Sinn und sich nützlich zu machen, das ist etwas, was man können müsste, sollte. Aber komplett nutzlos zu sein, das ist auch nichts. Zum Beispiel, da sind zwei Gegner. Sehe ich einen von denen? Den Turm sehe ich von dem. Und ich hoffe, dass ich gespottet werde. Also, wer mich schubst, das gibt echt Ärger. Weil ich werde dann sehr schnell aggressiv dadurch. Gut, wir pushen die hier durch, weil die können hier nichts machen. Das ist vorbei für die. Okay, da ist eine Scout. Hauptsache, ich werde noch nicht gespottet. Das ist wichtig. Die Lore. Die Lorraine 40T. Ist gleich tot. Kommt davon, von wem sie getötet wird. Naja, nicht von mir auf jeden Fall. Wo man der Franzose von mir kassieren kann. Das wäre auch eine schöne Sache. Der wäre jetzt One-Shot für mich. Ich muss einfach sehr defensiv bleiben. Das ist einfach das A und O. Die haben gesagt, der Panzer hat zwar mehr Panzerung, aber der andere ist wendiger, zielt schneller. Denke ich mir, hat bessere Zielerfassung, eher gesamt. Ja, und das ist halt nicht so toll. So, ja, die töten den jetzt auch. Jetzt muss ich gucken, weil da hinten sind sie schon durch. Wir haben einen Zehner schon verloren. Ah, ich muss zurück. Nein, ich sehe nichts. Das ist schlecht. Ich darf nicht so weit rausfahren, Leute, sonst wird es schlecht gehen mir. Sonst wird es mir echt schlecht gehen.
Ich habe leider nicht diese Tarnwerte, die man gerne hätte. Da hinten sind echt 3 Leute, okay. Ich wünschte, ich würde den hier sehen. Das wünschte ich sehr sogar. T95 wäre mir auch recht. Und wenn seitlich, noch besser. So, der Kollege fährt jetzt irgendwie von hinten, denke ich mal. Oder will er da was machen, von hinten? Ja, du bist toter Mann. Ich hoffe, ihm hilft, also der Medium von hinten kommt. Oh, ich muss ganz langsam drehen. Ich hoffe, er kommt nochmal hoch. Dann wäre ich zufrieden. Sowas liebe ich doch. Voll ausgezielt und der Schuss geht trotzdem meilenweit daneben, beziehungsweise vor den Gegner. Wie geht sowas? Normalerweise, wenn man schießt, dann geht der Schuss hoch und dann runter erst, ne? Weil der Schuss ist zu schnell am Anfang. Und ja, hier geht er einfach mal runter statt nach oben. Egal, ich reg mich nicht darüber auf. Es ist ja das Unglück in Person. Und das, da ist der T95, sehe ich gerade. Also, Damage haben wir jetzt noch 0. Können wir hoffentlich ändern. Ja, haben wir jetzt 1000 gemacht. 1100 sogar. Clan Skill hat Clan kassiert. Nein, Scherz. Das war gerade ein Treffer, den ich echt nicht gewusst hätte, wo ich gerade getroffen habe. Boah, den könnte ich one-shotten, wenn es mir denn gelingt. Ich wüsste ihn genau, also auf die Maske bei dem E100 zu schießen lohnt sich gar nicht. Aber genau daneben ist das ist halt die Herausforderung. Wenn er, oder er dreht den Turm komplett weg. 1100er Damage. Ich wurde noch nicht gespottet. Das ist interessant. Das ist ein zweiter E100. Ich muss mal ein bisschen vorsichtig sein, was hier hochfahren bedeutet. Weil, bin ich zu weit vorne, dann bin ich gespottet. So, stehen bleiben. Meine Scherenfernrohr bitte wieder an. Ich würde den E100 gerne sehen, den vollen. Denn der ist nicht im Zug. Und ich glaube, der ist auch nicht so, hoffentlich, der bessere Spieler. So, denn auf den will ich gerne schießen, eigentlich. Aber mir ist Damage interessanter. Aber den anderen 100, den habe ich gar nicht gesehen. Und das ist halt schon sehr interesting, würde ich sagen. So, der T95 ist gestorben. Das ist interessant. Aber der Waffenträger auf E100 wahrscheinlich hat das beendet für ihn. Unglaublich, dass der Waffenträger immer noch so genau ist. Zum Glück hat er keine 6 Schuss mehr, sondern nur 5. Und trotzdem saugefährlich. Diesen Panzer will ich ungern erspielen, aber irgendwann werde ich es tun werden müssen, keine Ahnung. Aber spielen werde ich nicht mit ihm. Genau, da ist einer. Oh, das ist schlecht, dass der da. Okay, der E100 ist da. Das ist aber nicht der volle. Ich muss halt echt dahin gezoomt sein. Ich werde nicht gesehen, solange die nicht hier hochfahren. Wenn hier einer hochfährt, muss ich mich verziehen. Und zwar ganz flotti. Das ist halt wichtig. Leider sehe ich den E100 echt nicht. Das ist echt kacke. Camper Tank, klar, muss sein. Ich würde auch mit dem offensiv spielen, aber da müsste eine Stadtmap herkommen. So, da ist einer. Ja, bitte verlange nicht von dem Medium, dass das spottet, Alter. Das ist ein gefährlicher Gegner für den. Man mag sowas gerne gar nicht. Bestimmt nicht. Ich würde auch nicht gerne spotten. Ich sehe nichts. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Ich wünschte, ich könnte ihn sehen. Tue ich aber leider nicht. Zum Glück wird man nicht gesehen, während man seinen Turm dreht, weil das wäre richtig beschissen. Beziehungsweise wahrscheinlich schon, wenn man seinen Turm zu groß hat. So ein Drecksratte, ja. Genau, er hat mich jetzt gesehen. Auf einmal. Auf einmal. Hat er mich gesehen, auf einmal. Sowas hasse ich doch am allermeisten. Auf einmal. Mann, ich stehe, er sieht mich nicht. Und dann auf einmal sieht er mich. So eine Drecksfotze. Ich verkneif's mir nicht mehr. 1000, 2000 HP, wo ist meine Panzerung, Leute? Wo ist sie? Ich sollte doch angeblich gepanzert sein, habe ich gehört. Ein M103. Ach, das ist kein M103, das ist ein TR-10D5. Also wenn ich die Gegner hier nicht sehe, Alter, dann bin ich. Dann weiß ich nicht, was ich mit dem Panzer noch anstellen soll.
Weil erstens müsste ich durch, ich habe 490, nein, ich habe 390 oder ich habe 400 Sichtweite, dann müsste ich locker noch 50 Meter, 30 Meter weitersehen können mit meinen 400. Dann müsste ich schon fast 500 Meter Entfernung Sichtweite haben. Ich glaube, kein Panzer hat mehr als 400, also mehr als 500 oder nicht mal 500 hat ein Panzer. Das wäre richtig übertrieben. Die haben aber eine gute Spotting Range. Das ist echt cool. Habe ich auch gemerkt. So. Sehen tue ich niemanden fahren. Das ist schlecht. Ich bin One-Shot. Checkt euch. Ich habe zwei von dem Mali 100 kassiert. Das sind schon mal 1600. Und dann, ja, obwohl deiner 600, deiner 800 vielleicht, das sind 1400. Und dann noch der Kollege hat mir einen reingedrückt. Und das war's dann auch für mich. Ist es dein Ernst? Wunderbar. Habt ihr gesehen, aus der freien Fahrt habe ich ihn noch erwischt. Das war tricky. Das war richtig tricky. Plus, er hatte 1235 Leben und ich habe ihm 1235 Leben gegeben. Also der Panzer ist geil. 1150. Das war sogar 1150. Ich glaube, das waren 1100 davor noch. So, ich würde mich gerne an rächen, weil ich kenne diesen Clan. Der ist gut. Und ich mag ihn nicht. Nein, Scherz, ich mag jeden Clan. Beziehungsweise die ich nicht kenne. Okay, der ist jetzt da hinter einem fetten Brocken. Und da kann ich leider nichts mehr machen. Halt schon echt nachteilig, wenn man einen Turm hat, der nicht so weit runter gucken kann. Denn ich bin ja praktisch eine Maus. Und kann nicht so viel sehen. Sehen tue ich auch nicht. Ich hätte echt lieber den E100 getötet anscheinend. Komm, zoom rein. Zoome rein. Ich muss ihn sehen, bevor er hier rausfährt. Sonst werde ich das nicht nachvollziehen können. Wunderbar. Wunderbar. Gerecht sei mein Schuss. Ich bin zufrieden. Gerecht. Zum Glück hat der Objekt 140 eine schwache Decke. Da kann ich locker easy schießen. Wieso der sich aufregt, hab keine Ahnung. D100 hat jetzt den KV4 genutzt, also wir sind benachteiligt, weil die haben 4 Zehner noch, Mann. Da ist ein voller E100 noch, den habe ich ja voll vergessen. Puh, das ist nicht cool von dir. Aber du bist ja nur ein Achter und ich dachte schon, ich müsste mir Panik machen. Das haben wir dann schnell geklärt. Zwei Kills, genug Damage haben wir jetzt schon. Also Damage-Sorgen haben wir jetzt keine mehr. Das ist das Gute, wenn man den F-14-183 hat, denn der macht Damage. Da hast du die Mission der Briten schnell durch. Der Skillen geht auch einigermaßen. Ihr seht ja zwei Kills, habe ich ja schon gefarmt. Ach, der E100, der geht mir echt auf den Sackerl. Der E100 ist immer noch voll und das ist, was mir nicht gefällt. Denkt ihr, ich sollte Gold laden für den? Ich glaube, ihr werdet es sehr nicht gut finden, wenn ich sage, dass ich Gold laden will. Ja, der Objekt 40 tötet, obwohl er schon so gut wie tot ist. Dieser Kollege wird wahrscheinlich nicht wirklich hilfreich sein. Wenn ich Glück habe, kann ich zwei Schüsse von mir 100 ausweichen. Wenn ich Glück habe. Der Kollege. Der hat kassiert. Okay, das ist mir neu. Das ist mir doch neu. Oh, okay. Der hat ihm sogar einen reingedrückt. Er zieht sich jetzt zurück. Ja. Da muss ich mich wohl um dich kümmern. Wenn ich das schaffe, ne? Er kann mir zwei Schüsse bzw. einen Schuss mit anzünden geben. Und dann war es das für mich auch. Wenn ich ihn überhaupt treffe, ne? Das ist auch noch so eine Sache. Treffen ist wichtig. Weil der kann locker rausfahren auf den. Ja, er hat mich. Er hat mich. Wieso hat er ihn nicht gesehen? Danke für den Backup, würde ich zum Waffenträger sagen. Total nutzlos. Er reloadet wahrscheinlich auch. Mann, ich dachte, ich hätte echt die Möglichkeit, aber am Arsch.
So ein schlechter Spieler. Schaut euch das an. Er kommt nicht mal bei dem Gegner durch. Dem E4, der irgendwie gar keine Panzerung hat, wenn man das richtig, also theoretisch betrachtet. Weil man muss einfach nur nicht in die Maske, sondern in die Backen schießen und dann ist das vorbei für den. Und der ladet HE. Er muss noch HE laden. So ein Opfer. Opfer. Opfer down. Ja, Noob, gut gemacht. Gut gesagt. Da muss ich das nicht sagen. Also gucken wir mal, alle 50.000 Credits, 600 Erfahrung, auf jeden Fall 5.100 Damage haben wir gemacht, das sieht ich sofort hier. Damage sind wir fast voll und Kills dauert halt noch ein bisschen. Ja, Top Damage, also der Objekt hat dann sogar mehr gemacht, nicht schlecht für ihn. Und ja, das wäre nicht mal ein Sieg gewesen, leider. Und ihr seht auch schon, fünffache Erfahrung immer noch nicht bekommen. Und die Maps werden auch nicht besser. Uah, schön dehnen, weil... Müsst ihr euch vorstellen, wenn ich jetzt das echt durchziehen würde, echt konzentriert spielen und einfach teil, da würde ich ausrasten, da würde ich meine Tastatur schlagen, ihr würdet das alles hören, ich würde schreien wie ein Blöder. Und ja, das wäre vielleicht für euch amüsant, aber für mich wäre es nicht amüsant, denn das macht nicht wirklich Spaß. So, wisst ihr, was ich mache? Wisst ihr, was ich mache? Ich lade, glaube ich, kein Gold, weil kein Gold. Gold bringt mir hier wenig. Aber ich weiß, was ich machen könnte. Ihr wisst bestimmt schon, wohin ich fahren will. Das werdet ihr bestimmt schon wissen. Denn so schnell bin ich dahin. Ich weiß, ich werde vielleicht sterben. Aber ich will dahin. Weil hier finde ich nichts Nützliches. Nichts, was für mich hilfreich wäre oder nützlich. Auf dieser Map. Die Map ist kompletter Bullshit. Überarbeitet und trotzdem scheiße. Sage ich dazu. So. Die Kollegen NIS-7 fährt dahin statt auf den Berg, wo er am sichersten ist. Aber lass mal das mal sein Problem sein, denn wir haben eh schon verloren. Größtenteils. Okay, die Mediums fahren erst darüber. Das heißt, ich habe noch Chancen darüber zu fahren. Müsst ihr euch vorstellen, ich stelle mich jetzt dahin. Sehe natürlich erstmal niemanden, so die ersten Teile, beziehungsweise vielleicht werde ich sogar jetzt noch gespottet und getötet. Aber wenn ich Glück habe, ich hoffe, ich habe Glück, denn so schnell sind die auch wieder nicht. Die haben so zwar 2 Zehner, ein Neuner ist dort. Mal sehen, ob ich hinter das Haus noch komme. Der ist schon der Erste. Der ist ziemlich schnell unterwegs. Ich will noch schnell hinter das Häuschen. Dann mache ich auch gleich den Damage. Ach verdammt, da ist schon einer. Natürlich. Natürlich, sagt mir das Spiel. Da muss ich stehen bleiben hier. Falls ich Glück habe, wird mich der Waffenträger, der Vorzeige 15B83 nicht töten. Mit Gold. Ach, verdammt, ich hasse sowas über alles. Und ich sehe sie nicht, das ist der Witz daran. Ich sehe sie nicht mehr. Ja, wie wär's, wenn ihr mal die spottet? Spottet die mal, spottet die mal, spottet die. Ich bin doch eure Unterstützung, Mann. Wenn ihr die nicht spottet, dann kann ich euch nicht helfen, Leute. Das ist A und O hier. Fahren die hier auf den Berg hoch, bin ich geliefert. Was ist denn das? Wieso treffe ich jetzt nicht mehr? Ich habe ihn doch gerade voll ausgezielt. Schaut euch das an. Ich habe ihn voll ausgezielt. Habe ich gerade hier getroffen, anstatt da. Das ist ein Witz. Und bei mir leckt es wie Sau. Das sollte mal schnell hier vorbeigehen, sonst raste ich aus. So. Was zur Hölle ist das? Wieso habe ich den nächsten nicht getroffen gerade? Wieso? Ich weiß es nicht. Ich hatte den genau perf und da wäre sogar Amorak wahrscheinlich. Jetzt muss ich hier mit diesen 400 lächerlichen Damage zurechtkommen. Das Schlimmste ist, die können mich spotten, ich sie aber nicht, ne? Und mein Ping regt mich gerade voll auf. Wieso habe ich 60er Ping, Alter? Ich müsste 40er haben. Und meine Fraps sollten mal locker ruhig sein. Was soll denn der Kack, Alter? Beruhig dich. Okay, das gefällt mir gar nicht. Wieso es so hart laggt. Alter Schwede, wie das laggt. So, jetzt müsste es wieder gehen, denke ich mal. What the fuck, Alter? Was soll denn der Scheiß? Wieso leckt alles um mich herum? Das sollte nicht so sein. Alter, das regt mich gerade voll auf. Beruhig dich mal, du scheiß PC.
Sonst reg ich mich noch echt krass auf. Alter, was soll denn der Scheiß? Was soll denn der Kack? Wieso ist mein Ping so hoch? Das ist nicht cool, Leute. Letztes Match und so geht's ab, Mann. Was soll denn der Scheiß, Mann? Das sollte gar nicht der Fall sein eigentlich jetzt. Beruhig dich mal, Alter, sonst reg ich mich auf. Ich stehe mal einfach hier aus. Mal sehen, ob das sich was bessert. Ein Kollegen haben wir da. Wunderbar getroffen haben wir ihn. Alter. Okay, wisst ihr was? Gleich wieder da. So, wieder da. Ich denke mal, das hat sich eigentlich beruhigt. Ich habe, es hat nicht viel passiert, ist nicht viel passiert. Ich habe einfach noch kurz gewartet. Und das war's auch. So, ich sehe den T-50 Heavy nicht. Okay, tot ist er. Okay, ich weiß gar nicht, was das gerade war. Es liegt wahrscheinlich daran, dass ich auch angefangen aufzunehmen und dann auf einmal fängt es an zu laggen. Das ist nicht toll. Wisst ihr, es lief doch erstmal alles perfekt, glatt, ohne Probleme und auf einmal. Ja, provoziert mich das Spiel. Beziehungsweise mein Computer, Alter. Wenn der hier abkratzt, Mann, dann geht die Welt unter, glaubt mir. So. Aber es ist, dass er sich zumindest beruhigt. Da haben wir den gegnerischen FV. Der hat einen sechsten Sinn, das ist schön für ihn. Aber getroffen habe ich ihn trotzdem. Mir entkommst du nicht, Schatzi. Der Damage bleibt meiner. Da haben wir noch einen Tiger. So, ja, da hat sie seitlich hingestellt und stellen wird er gleich. So, was haben wir da noch? Da haben wir noch einen T32. Also die unwichtigsten Gegner. Aber mit Damage haben, also Leben haben die noch genug. Wenn ich doch noch dort ankomme. Aha, da haben wir noch einen Löwen. Wunderbar, ein Blindshot hat gesessen. Ihr seht ja, wie leise ich auf einmal war. Es geht immer um diese 50-50 Chance, treffe ich nicht. Und der Schuss setzte, genau. So 10 zu 7. Einer muss natürlich spotten. Da haben wir einen One-Shotty. Jetzt ist er keine One-Shotty mehr. Der ist jetzt Toti. Der ist jetzt Kanonenfutter. Und der auch anscheinend. Ja, der ist auch Futter. So, ich gehe mal weiter vor. Da ist noch eine Isu. Und wenn ich die sehe, dann bin ich zufrieden. Denn die ist für mich One-Shot. 100 Pro, außer ich schieße mal in die Kette, ne? Was ich hoffentlich nicht sehe, ja, sehen werde. Da ist immer noch der Medium. Ja, sehr schön, der T34 hat ihn gefinisht. Ich hoffe, der T34 wurde nicht gespottet, weil sonst liegt er in der Garage wieder. Okay, die keine traut sich mehr rauszufahren, das ist schade. Da hat die Isu geschossen. Denn der andere würde, oder vielleicht sogar der eine mit Gold. Wer weiß. Der Kollege ist so gut wie tot. Ja, der ist vielleicht tot. Nur wenn er hier hochfährt, ist er schon tot. Ich hab's ihm gesagt. Nur wenn er hier hochfährt, ist er schon tot. Dann haben wir noch 4 Schuss übrig. Da, yeah, das ging ja flott, die Karotti. So, jetzt laden die, also einer von denen ladet nach und man kann da locker noch was machen. Ich lade noch 10 Sekunden nach. Dann bin ich auch gleich fertig und dann kann ich die Isu wahrscheinlich töten. Oder den FV, weil der ist gefährlicher. Weil die trauen sich ja alle nicht rauszufahren. So wie ich das sehe. Ja, wohin du pointest, ist unwichtig. Was ich sehe, ist wichtiger. Dritter Kill ist wunderbar und das sieht sogar nach einem Sieg aus. Und dann das ist das Wichtige. Ich glaube, der wird sterben, aber er wird spotten noch. Ich glaube, er wird den Spot noch schaffen. Genau. Ah, der Kollege ist tot. Ach, da müsste ich ihn finishen. Leider. Na gut, das haben wir dann geschafft. Und der letzte Kill. Ja, bei mir steht Wechselmedium einlegen auf meinem PC. Ich glaube, deswegen hat mein PC so viel Scheiße gelabert. Und das ist nicht cool, Kollege. Sowas regt mich manchmal sehr schnell auf. Noch 6 Sekunden. Und dann bin ich ready. Der hat 5 Kills, ich habe 4 Kills. Ich könnte seinen Kill klauen, dann habe ich 5 Kills. Der Kollege wird nicht gewonshottet, oder?
Und wenn, dann ist er trotzdem tot. Er sucht ihn. Es kann nicht sein, dass der vor dort ist, weil da war schon der Medium. Dass der sich nicht traut, Mann, das ist echt krass. Diese 6 Minuten noch. Der T-34 kann eh nicht spotten, das ist vorbei sonst. Ich bin voll, aber. Komm, trau dich doch. Ist nur einer. Ich würde es auch machen, mir wäre es scheißegal, das ist nur ein Teil. Da würde ich zickzack fahren und da würde er mich vielleicht ketten, beziehungsweise könnte er mich nicht genau töten. Ach, diese. Manchmal diese Leute. Wetten, der stirbt jetzt noch. Pur, einfach so. Ohne irgendwas getan zu haben. Wer kann eben noch ein Damage reinrücken? Wenn nicht, will noch mal Schuss abgeben. Der fährt vor, der fährt vor. Also der hinten, den ich jetzt nicht sehen kann. Willst du mich verarschen? Soll sich mal bewegen, Mann. Was soll der Scheiß? Wir haben jetzt schon so gut wie gewonnen und der will sich nicht bewegen. Captain bringt auch nicht wirklich viel. Weil wenn der dich sieht, dann ist vorbei. Beziehungsweise kann er nicht so gut sehen, denke ich mal, das sind da Häuser. Komm schon. Jetzt bist du schon drüber gefahren. Wenn er dich one-shottet, dann ist nicht so toll. Aber ihr seht ja, so langsam wie der fährt, dann. Oh, obwohl ich sehe ja gar nichts mehr. Obwohl er ist gestorben. Gut. Alter, hat das lang gedauert. Und ich habe den gar nicht gesehen. Und er hatte Angst. Das ist schlimm. Okay, da haben wir doch noch das letzte Match gerettet. Mit Bugs und Lex. Nein, Bugs nicht, aber Lex schon. 4400 Damage und 4 Kills. Passt doch optimal zusammen. Sieht doch gut aus. Sind wir ganz gut dabei. Und da haben wir auch ganz gut wiederbekommen. Wunderschön. Na gut, ich hoffe, hat der Part wie immer gefallen. Und dann sehen wir uns morgen bei einem weiteren Let's Play World of Tanks wieder. Ciao.